musste. Schauen wir mal. Also theoretisch verspricht es auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu werden. Skrunk, schöner Headshot. Gegen Jhin hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schnell da reingepiekt. Sehr gefährlich auch reingepiekt, aber es hat sich absolut gelohnt. Die anderen vier Spieler haben auch versucht, ihn da schon irgendwie rauszunehmen. Aber Skrunk hat sich halt auch schnell genug zurückgezogen, sodass er da eigentlich keine Gefahr mehr ausgesetzt ist. Jetzt hat Cressy ihn aber trotzdem erwischt. Boah! FaZe und David K hier mit wunderschönen One-Taps. David K bekommt zwar nochmal einen Headshot ab, aber das ist ihm jetzt in dem Moment eigentlich relativ egal. Er kann sich versteckt halten. Das heißt, also auch seine 5 HP sind für diesen Moment erstmal kein größeres Problem. Oh, Junge, sitzen die Headshots da. Das gibt's doch gar nicht. Potts im 1 gegen 3. Aber da kann er noch einen mitnehmen. Dann ist auch für ihn Schluss. Also wirklich sehr, sehr krasse Bretter hier von Ironix. Und damit die Runde auch absolut verdient an sie gegangen. Bombe wird natürlich durch die Fuse. 10 Sekunden hin oder her. Gar kein Problem. 1-0 für Ironix. Gut, Bombe wurde aber geplantet bei den Underdogs. Das bedeutet also, sie müssen hier nur eine Eco einlegen. Danach kann man direkt in die Kaufrunde gehen. Ja, wir sehen, es wurde ein bisschen B250 gekauft. Potter hat vielleicht sogar ein kleines bisschen viel ausgegeben mit der Deagle. Ja, es geht, okay. Stimmt, er hat die 300 für die Bombe noch bekommen, habe ich vergessen. Also abgesehen von den 800. Er bekommt ja als Bombenleger ein kleines bisschen mehr, plus ein Frag. Dann hat er die Deagle schon fast finanziert. Und Skrunk, der finanziert sich ja auch hier noch ein bisschen was, denn er bekommt ja 600 pro Kill. Und damit auf jeden Fall ein kleines bisschen extra Monetos rausgeholt. Denn die OMP kostet ja 1200. Hoffe ich. Und der wird gerne nochmal ein bisschen was in die Mitte unten reingehalten. Allerdings keinen Schaden verteilt. Ich kann also nur ansagen, dass beide da unten sind. Was auch schon was wert ist, definitiv. Ich habe ihn nicht gesehen, er hat auf jeden Fall nicht geschossen. Ich glaube schon, dass er ihn gesehen hat, aber vielleicht die Situation nicht für richtig erachtet. Chris ist aber nochmal rübergezogen, bisschen Glück auch gehabt, das war ein Deagle Spray, aber über die Close Distance geht's schon mal. Und Wisdom jetzt im 1 gegen 3. Jawohl. Also da geht dann auch nicht mal allzu viel. Naja, man hat zwei Frags gezogen, ist für die Eco auf jeden Fall okay. Das wird sich schon ein bisschen bemerkbar machen im Geld jetzt von Ironix und damit ist das schon mal ein kleiner Erfolg zumindest für die Underdogs. Aber jetzt geht es natürlich in die erste Waffenrunde rein, denn sie haben ja, wie gesagt, die Bombe geplantet. Xen hat sich jetzt hier nur eine Galil gekauft, dafür halt noch eine HE mitnehmen können. Aber die Gegner haben sowieso alle Helme auf. Also damit würde er, ja, keinen direkten Vorteil auf jeden Fall haben. Ich meine, wenn die Gegner keinen Helm dabei haben, dann ist die Galil gar nicht mal so schlecht. Ja, je nachdem, wo du sie dann natürlich einsetzt. Der ist jetzt erstmal nur dabei, dem Popdog, dem Popdog Station. Jetzt fange ich damit schon. Im Popdog auf Train nenne ich dann immer Dropper und den Dropper nenne ich aber jetzt Popdog, genau. Den Dropper hier schon mal ein bisschen abzuzielen. Er ist aber momentan nur für eine passive Rolle da. Ja, wir sehen es ja genau, seine Mates sind alle zum A-Spot hin unterwegs gewesen. Haben da abgewartet, ob sie den Frag bekommen. Haben sie nicht. Dementsprechend schieben sie jetzt auch rüber auf den B-Spot und dann versucht man da wohl einfach den Go zu spielen. Ist in der ersten Waffenrunde absolut okay, einfach mal den Go auszuprobieren, zu schauen, wie gut kommen wir auf den B-Spot wirklich drauf. Wenn man es ausnutzen kann, dann darf man es wohl noch ein paar Runden öfter spielen. Aber jetzt einfach erstmal antesten sozusagen, was dabei rauskommt, wenn man diesen Go jetzt wirklich durchzieht. Ja, Phaser kann auf jeden Fall noch nicht rausgemolot werden, weil schlicht und ergreifend kein Molotov da ist. Die Smoker mit echt gutem Timing, die wirklich Xen jetzt vor ganz schön große Probleme stellen. Na, schöne Flash gegen den Spieler hinten in der Titanic, wird auch rausgenommen, dafür aber David K, der den Dropper flyert und das war ganz, ganz wichtig. Dann kann man die Titanic durchaus verlieren. Freeman konnte auch nochmal einen ziehen, damit ist man sowieso in der Überzahl. Auch wenn die Bombe jetzt gelegt wurde, es ist erstmal noch eine ganz ordentliche Situation wirklich für Ironix. Jawohl, das machen sie sehr, sehr schön. Nehmen wir die Gegner da absolut gut in die Zange. Und dann ist es letztendlich Cressy, der hier zwar nochmal sich schön im Kreiselchen dreht,
Aber mehr als zwei Frags sind da für ihn dann auch nicht mehr drin. 3 zu 0, Euronics gewinnt auch die erste Waffenrunde. Aber die Bombe wurde erneut geplantet, das heißt auf jeden Fall nur eine Eco. Man könnte jetzt sogar schon ein bisschen Kevlar und Pistolen kaufen. Bei den Underdogs in der Loser-Bonus wird ja auch immer ein kleines bisschen größer. Also völlig okay, dass man sie jetzt hier schon ein bisschen mit Tech-9s eindeckt. Fände ich aber dann trotzdem schöner, wenn sie Richtung Dropper gehen würden. Hat man sich jetzt hier dagegen entschieden. Gut, auch den A-Spieler abzufangen, eigentlich gar keine so schlechte Idee. Skrunk spielt da wieder alleine. Und zieht sich da auch sehr, sehr schnell zurück. Also er weiß genau, was da auf ihn zukommt. Deswegen ist er auch so vorsichtig. Grünen räumt auf jeden Fall schon mal sauber auf. Auch hier wieder das Crossfire relativ großen Wert gelegt. Auch wenn es noch ein bisschen indirekter ist diesmal. Aber im Prinzip ist es trotzdem da. David K. schon ein Refrag. Sofort sein Mate gerecht. Oh, aber Chin hat einen sehr, sehr schönen Laufweg gehabt. Ja, und da hat er sich Freeman snacken können von der Seite. Ah, und diese Tech-9s, es ist einfach, es ist ein Kreuz. Aber Phaser, der hat den ersten mit seiner AWP auf jeden Fall schon mal sicher. Geht dann einfach gegen den Spot, gegen Chin. Sehr schön. Schnell, kompromisslos ausgespielt. 4 zu 0 für Euronics, aber ultra teure Runde, muss man definitiv sagen. Ja, die neuen Sounds der SMG ist tatsächlich jetzt ein bisschen realistischer als vorher. Also, auch wenn es vielleicht von Anfang ungewohnt klingt, sie klingen auf jeden Fall realer. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das sein muss in diesem Spiel, das sei wieder dahingestellt. Aber an sich auf jeden Fall realitätsgetreuer. Ich denke, es ist auch wieder nur Gewöhnungssache. So. Genau, bitte das nicht verwechseln, weil Xen, sein Ezea-Ban ist Tatsache wegen malicious behavior. Denn er hat da sich gegenseitig mit Icon quasi geboostet sozusagen. Also die haben gegenseitig, wenn sie gespielt haben, absichtlich verloren. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Und haben da quasi ihre EWS geboostet und deswegen wurde er in der Serie gebannt. Ja, das ist also Tatsache kein Cheatban. In Faceit ja, bei der Ezea nicht, aber mehr will ich zu dem Thema ehrlich gesagt auch nicht verlieren. Schön jetzt von Skrunk hier auf dem Baseball nochmal aufgepasst. Ja, es ist eine knifflige Situation gerade für Euronics. Da wirklich siegreich rauszugehen ist nicht allzu leicht. Ah, da hat sich Otto nicht getraut. War gut auf jeden Fall, weil es auch ein Fakeplan war vom Pot. Wenn da rausgegangen wäre, dann ist ihn wahrscheinlich zerlegt. Jetzt kommt Xen nochmal von der Seite, aber auch hier ist Skrunk wieder sofort mit dem Refrag Pots. Ja. Konnte ich mal mehr die Bombe planten, weil er dann auch rausgemollert wurde. Also bisher Euronics mit einem sehr, sehr sicheren Spiel. Sehr selbstbewusstes Spiel. Sie gehen rein, sie trauen sich. Sie schießen da ziemlich solide auch. Treffen ihre, also die meisten Duelle, da gehen sie mit einer relativen Sicherheit an. 5 zu 0 momentan. Diesmal nochmal der stumpfe Bego. Jetzt, ich weiß nicht, also die Underdogs bisher ein sehr eindimensionales Spiel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sehr, sehr viel über den B-Spot bis jetzt und so wirklich kommen sie noch nicht durch. Haben wir zumindest diesmal gelegt. Also, das ist schon mal ein kleiner Vorteil, aber sie stehen halt so zusammengepfercht einfach momentan auf einem ganz, ganz engen Raum und da wirklich sich nochmal rauszuspielen, das wird ultra schwer. Nummer 1 und dann ist es Freeman, der nochmal zuschlägt. Bombe kann sofort defused werden, gar kein Problem. 5 Sekunden gehen hier locker durch, also wieder zu dritt überlebt. 6 zu 0. Euronics mit einem super starken Start. Also sie haben die Underdogs bisher zum größten Teil komplett im Griff. Klar, diese eine Runde war vielleicht ein bisschen knapp, wo Phaser klatschen musste im 2 gegen 1, aber sonst sieht das Ganze bisher sehr, sehr solide aus, was sie da abliefern. Muss man definitiv sagen.
So, jetzt also dann doch mal ein bisschen A-orientierter die ganze Idee. Skrunk, oh, wie bitter für Xen, wie bitter für Xen. Ganz, ganz schlechtes Timing da gehabt. Genau im falschen Moment weggegangen. Jin wurde da, glaube ich, gerade schon gesehen vom Freeman. Er hat den Schatten dann auf jeden Fall. Deswegen hat er relativ früh geschossen. Bitte hier nicht wundern, der Schatten war ja definitiv sichtbar. 2 gegen 5 Situation jetzt auch hier wieder. Also man hat die Underdogs wirklich so gut unter Kontrolle gerade eben. Jesse kann jetzt hier zumindest nochmal einen machen. Auch den zweiten bekommt er noch. Wilsam, so viel zum Thema gut unter Kontrolle. Und da war es plötzlich ein 2 gegen 2 aus der eigentlichen 5 gegen 2 Situation. Und wenn es so eine Runde schief geht. Jesse bekommt noch einen Kill und es ist das 5 gegen 2, das hier flöten geht, aber absolut fahrlässig. Absolut fahrlässig verspielt. Sechs zu eins und guckt euch an, wie wenig Geld da trotzdem da ist. Das war nicht nötig. Aber schön von Skrunk wieder in der Mitte. Das Köpfchen gesehen über das Smoke. Skrunk Nummer 2. Aus dem dritten auch noch gönnt. Der steht auf jeden Fall ganz gut. Jawohl, Skrunk sehr stark an der AWP. Also da hat er sie absolut unter Griff. Absolut unter Griff, ja. Unter Kontrolle. Da können sie auch nochmal einen schmecken lassen. Aber auch ganz gut was verteilt. Also auch hier mit 48 HP noch. Selbst aber nur noch 1 HP. Skrunk gegen Xen, wie gesagt mit seinem 1 AP, aber ich meine, klar, wenn Skrunk nochmal gereflekt wird, ganz ehrlich, er hat 4 Kills gemacht. Wenn die Runde noch verloren geht, wird sie nicht. Kann sie eigentlich kaum noch. Auch wenn Potty noch einen zweiten Frag zieht, Freeman mit dem Refrag am Start. 7 zu 1. Also Aronix holt sich direkt die Gegenrunde wieder, dank des wirklich starken Einsatzes hier von Skrunk, beziehungsweise auch, man muss ein bisschen sagen, dank der Underdogs, die es mir auch möglich machen, sich so stark einzusetzen. Bei den Underdogs jetzt wieder mit den Rüstungen bzw. den Pistolen leben. Sie versuchen es einfach nochmal schnell in den Dropper rein. Ja, First Frag sitzt. Oh, Freeman. Da hat er aber Glück gehabt, dass noch 2 Frags rausspringen. Das war absolut nicht abzusehen. Felser war kurz ein bisschen verwirrt gewesen, aber zum Glück. Hat er da genug Kontrolle am Triggerfinger sozusagen. Schöne Dash, ja. Genau so und nicht anders. Schönes Teamplay, so muss das aussehen. So, und was macht der gute alte Jin jetzt? Kann er das 8 zu 1 noch verhindern? Er hat auf jeden Fall noch Zeit auszuspielen, aber Otto, der hat genau die richtige Position. Schöner Off-Engel. 8 zu 1. Oh, Ronix wird anscheinend noch ein bisschen Zeit aufholen. Schwierig wird es trotzdem. Obwohl. Momentan 24 Minuten hinter dem Zeitplan. Schauen wir ganz kurz mal. Attex. Ne, Moment. Was sag ich denn? Penta gegen die Blue Jays läuft ja momentan auch noch. Für euch dann die kurze Information, wie es momentan steht. Wenn ich richtig zählen kann, 11 zu 8 für die Blue Jays auf Cash. Und die sind momentan auf der T-Seite. Wir haben da bisher ein 3-1 rausgespielt. Wahrscheinlich die Pistol-Round gewonnen. Wie auch immer. Auf jeden Fall 11 zu 8. Ja, schön. Cressy hat da mit dem Boost gerechnet, dementsprechend hier ganz locker den First Frag setzen können. Naja, kann man vermuten auf jeden Fall. Der Boost ist mittlerweile kein Geheimnis mehr sozusagen. Felser, na, dann kann er eigentlich auch froh sein, dass er einen mitnimmt. Und hinten im Hühnerstall steht noch jemand, das hat man bisher noch nicht überprüft. Und das ist eigentlich eine Position, die muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Die kann hier definitiv die Runde nochmal entscheiden. Jetzt ist aber bekannt, der Volksen. Dreht sich da direkt um. Der hat ja vorhin, also Freeman hat gerade schon einen Frag rausgesetzt, aber er ist im 1 gegen 2. Xen hat nur noch 2 AP, wenn er sich einigermaßen gut ausspielt. Oh, Freeman! Ah, und dann ist die Munition alle. Schade. 2 HP entscheiden die Runde.
8 zu 2. Ah! Was für ein knappes Ding. Ja, und wieder das Geld knapp bei Oronix. Aber genauso gut auch bei den Underdogs. Schau euch das an, die haben gerade eben eine Runde gewonnen. Und müssen jetzt Galil und zweimal Tech 9 kaufen. Ja. Was? Boah, Jin. Schöner Entry-Back aber hier Richtung B-Spot. Potts bekommt auch nochmal eine Stelle in der Mitte ab, aber er kommt auf jeden Fall davon. Damit ist die Überzahlsituation weiterhin gegeben. Freeman, hier mal ganz kurz mit dem Hit rein. Das war die AWP, also war es tatsächlich ein Unhit in den Arm wahrscheinlich. Oder irgendwie, was weiß ich, wohin? In den kleinen Finger. Ah, Klassi hier sehr stark an der Smoke, die gehen ja sofort gesehen. Skrunk, ein bisschen unvorsichtig. Otto, ebenfalls die Ansage fehlt ja komplett oder kam nicht mehr schnell genug durch. Das ist auch schwierig in der Hektik, schnell genug auf solche Ansagen zu reagieren. Bis man verstanden hat, was eigentlich gesagt wurde, ist es dann halt meistens leider zu spät. Das muss man auf jeden Fall immer mit einberechnen. Skrunk 1 gegen 2, naja, das wird schwer. Also mit 28 AP traut sich trotzdem zu. Xen nimmt ihn aber raus. 8 zu 3. Also die Underdogs nehmen nochmal ein kleines bisschen Anlauf. Sie haben die T-Seite gewählt. Dementsprechend will man hier mindestens die 7 Runden haben. Und das würde ihnen eigentlich schon zu wenig sein. Ironix jetzt nochmal in der Eco. Also damit sollte es wohl die vierte Runde oben drauf geben. Die Underdogs erstmal schön jetzt defensiv geblieben. Da wird nichts überstürzt. Ist völlig okay, dass man hier jetzt erstmal eine Rogi-Kugel schiebt. Abwartet, pusht die Gegner irgendwo rein, sich dann erstmal auch rantastet und ja, halt unter Umständen herausfindet, okay, was genau oder wie genau steht denn der Gegner eigentlich? David Kay kann sich zumindest schon mal einen schnappen. Ja, zu einzeln darf man dann aber definitiv nicht reinspielen. Also das ist halt der Fehler, den man machen kann. Aber jetzt, genau, da gehen sie schön zusammen durch. Da wird sauber geklumpt. Wo sie mit einem schon mal rausziehen können. Am Spot sitzt momentan noch Skrunk. Könnte es sein, dass der nicht mehr vermutet wird an der Position. Cressy, David Kay rausnehmen. Jetzt kommt Skrunk hier nochmal mit der 5-7 durch die Smoke durch. Hat er sich den Bombblätter picken können. Freeman ebenfalls aber mit dem Kill. Es ist ein 2 gegen 1. Nicht so rüber für Skrunk. Vor allem, weil er schon der AK in der Hand hat. Aber Xen, der holt ihn einfach nochmal ab. An der Smoke vorbeigeschossen. 8 zu 4. Die Underdogs sichern sich also auch die Anti-Eco. Aber eine ganz schön knappe Kiste. Da kann man nichts sagen. Also wenn die Underdogs hier momentan Runden holen, dann ist es wirklich sehr knapp. Also nichts jetzt auf jeden Fall mit der Kaufrunde, aber dann doch recht wenig Equipment eigentlich nur dabei. Also die Helme fehlen fast durch die Bank, ist jetzt egal, weil sowieso nur Akas bei den Gegnern da sind, aber auch nur ein einziges Diffuse, geht keine Molotovs mehr. 10 Zeitpunkte der Runde. Jetzt wird hier erstmal alles rausgemollert, ja, komplettes Inferno. Damit man den Dropper einnehmen kann. Dropper eine sehr, sehr zentrale Position, absolut wichtig auf dieser Map. Darüber sind A-Splits möglich, B-Splits möglich. Ja, und das ist eigentlich der Punkt, warum der Dropper halt eben auch so wichtig ist. Damit kannst du Druck auf den Connector ausüben, kannst Druck auf den B-Spot direkt ausüben. Damit kann man einfach ganz viel Unsinn treiben als T. Dann schaue ich das an, wie diese Verteilung momentan der T's ist. Also die CTs sind da wirklich sehr, sehr gesplittet sozusagen. Trotzdem schaffen sie es aber da zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Jetzt kommt hier Cressy noch hinterher über die Mitte, hat aber keine Chance, weil Freeman auch noch hinten am Van steht. Und der letzte verbleibende Spieler ist auf dem B-Spot. Jin ist es, der ist eigentlich bekannt, weil er gerade eben schon den Frag gezogen hat. Es sind nur noch 15 Sekunden auf der Uhr, er ist aber nur noch sterben gegangen, damit er Geld bekommt. 9 zu 4. Diese Runde geht wieder an Ironix, also diese Waffenrunde auch absolut solide ausgespielt.
Und jetzt geht's für die Underdogs halt, ja, selbst nochmal in die Kevlar Eco. Also sie haben halt auch nicht so viel Kohle. Also für Aronix könnte hier vielleicht sogar das L4 ins Haus stehen letztendlich. Flash Nummer 2, damit wird Splunk auf jeden Fall raus. Oh, Junge! Da ist er immer schön reingesteppt. Motor am B-Spot, Nummer 1. Dann kehrt erstmal noch ein kleines bisschen Fragpause ein, auch wenn man ordentlich hin und her schießt. Jin kann nochmal einen mitnehmen, aber Freeman bzw. David Kay sind zur Stelle. 10 zu 4. So, damit gehen wir in die erste Runde der letzten Halbzeit, alles klar. In die letzte Runde der ersten Halbzeit. Euronix gegen die Underdogs. Gibt es das 11 zu 4 oder können die Underdogs sich auch noch die fünfte Runde sichern? Ja, dafür, dass sie die T-Seite gewählt haben. Denke ich mal nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Neues Mikro? Eigentlich nicht, zumindest nicht hier im Studio. Immer noch das Sennheiser irgendwas. HSP 2, glaube ich, oder 4, eins von beiden. So, Flash nochmal rüber, ab durch die Titanic. Zack, Felser ist aber absolut sicher. Also der macht's heute überhaupt, der gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr solides Spiel, sehr, sehr treffsicher, verschießt da wirklich wenig. Absolut starke AWP bei Aronix Gaming. 11 zu 4, also wirklich dieser doch recht eindeutige Halbzeitstand. Ja, sollte man da die Pistole gleich holen auf Seiten von Aronix, dann denke ich mal, werden wir da doch ein womöglich recht eindeutiges Ergebnis sehen. Aber man darf da auch Aronix einfach nichts nehmen. Also da haben sie jetzt wirklich sehr, sehr solide, sehr stark gespielt. Absolut sicher das Cobblestone-Spiel. Ist auch eine Map, auf der man sie ehrlich gesagt immer so ein bisschen auf dem Schirm hat. Auch schon, als sie noch bei Fab waren. Naja, dann schauen wir mal, wie das hier noch weitergeht. Es ist sicherlich nicht unholbar für die Underdogs, aber es wird schon schwer. Vor allem, weil halt eben auch die T-Seite die eigentlich Stärke der mittlerweile ist auf Cobblestone. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie die gewählt haben, die Underdogs. Aber für sie ist der Call halt nicht aufgegangen. So, Euronix hat ATM ja echt Chancen aufs Halbfinale. Wir sind gerade schon im Halbfinale. Das hier wäre das Finale, wenn sie das gewinnen. Gegen entweder Penta oder die Blue Jays. So, Skronk hat ja schon mal ein kleines bisschen was verteilt. David Kay, jawohl, das ist auch nochmal ein Headshot. Also man hat zwei Spieler rausnehmen können, einen nur verloren. Die Runde geht auf jeden Fall schon mal gut los, denn der A-Spot ist bereits komplett eingenommen, Bombe ist gelegt und hat sie verteilt. Die Underdogs müssen da jetzt in den Retake rein, sie haben keine Fuse-Kit am Mann. Oh, schön von FaZe, also die Pistol-Rounds, die sitzen aber richtig stark. Junge, Junge, Junge. Eieiei, Otto. Auch hier wieder sofort mit dem Headshot, also das Pistol-Aiming echt zahnig momentan bei Euronix. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur dieser kleine Ausschnitt von ihnen auf jeden Fall war, aber auf Kobbel kann man sich da absolut nicht beschweren. Freeman nochmal mit dem Matchup hinterher. 12 zu 4. Euronix holt sich Tatsache die First Round und damit haben sie die besten Chancen, diese Map hier auch letztendlich nach Hause zu fahren. Die Underdogs Frostbinder dagegen. Wenn sie die Drohne jetzt nicht holen, müssen sie nochmal in die Eco und das wäre unschön. Schön von Freeman. Abgewartet, geduldig gewesen, zack.
Da ist der First Track. Und jetzt lässt man sich weiter erstmal Zeit. Man rechnet damit, dass die Gegner noch weiter offensiv kommen. Zum Beispiel so. Und Jin legt es weiterhin drauf an. Hat auch gut Damage ausgeteilt. Ich meine, er hat 42 HP selbst noch und Felser auf 28 runtergeschossen. Gedroppt. Oh, Chris. Da war sich ein bisschen verschätzt. David K. geht nochmal in die Ecke. Jawohl, auch hier hat er Glück gehabt. Also, was heißt Glück gehabt? Das richtige Gefühl gehabt. Jin im 1 gegen 4. Naja, was will er da großartig machen? Oh. Das war präzise gesprayt. 13 zu 4. So, wo bleibt's? Die 14. Runde, die sollte es jetzt eigentlich geben für Euronix. Denn die Underdogs haben eine Eco. Jin kauft trotzdem, Xen ebenfalls. Der Rest spart auf jeden Fall. Okay. Da ist der Ratsche auch mal kurz ein Ratsch entsprungen. Oder mal ein kleines Bäuerchen hinterher. Felser an Lang muss natürlich jetzt aufpassen, dass er gegen die 5-7 nicht gepickt wird, aber macht er gut. Steppt dann einmal überraschend rum und nimmt den Gegner mit. Ah, okay. Skrunk wurde nochmal niedergesprayt, aber ja, den machst du mal und mal machst du den Frag nicht, wenn du so rein sprayst. Gerade mit der P250, die dann doch relativ ungenau wird. Im Spray, in Anführungszeichen. Aber David K. zumindest den Spielern lang schon mal wegräumen können. Jetzt hat man natürlich so ein bisschen dieses Reichweitenproblem bei den Underdogs, aber sie machen gerade noch nicht allzu viel dagegen. Einer zumindest zum Van hin durchgepusht. Wow, Xen mit einem sehr schönen Ding da. Wisdom zumindest nochmal den Reflag und Phaser ziehen können, aber er ist halt trotzdem 1 gegen 2 und sie wissen genau, wo er ist. Das heißt, das Überraschungseffekt hat ja auch keinen mehr. Eine Waffe würde jetzt im ersten Moment auch nicht rankommen. David K. zielt auch nochmal ein kleines bisschen Richtung Lang, denn er muss natürlich schon sehen, wenn er da zu den Brettern hinten reingeht. Jawohl, da ist er. 9 HP, 0 HP, 14 zu 4. Euronix holt sich die Anti-Eco. Kleines bisschen in Straucheln nochmal geraten, aber trotzdem mit zwei Spielern überlebt. 14 zu 4. Naja, und diese Waffenrunde wird halt jetzt mehr oder weniger darüber entscheiden, wie dieses Spiel ausgeht letztendlich. Denn wenn man die jetzt nicht gewinnt, ja, dann wird da Schicht im Schacht sein. Dann wird es wohl für die Underdogs nichts mehr geben auf Cobblestone. Sauber, Xen, der sprayt einfach mal rein in die Titanic. Kann man aber durchaus machen. Ich meine, der B-Go, der ist halt so wahrscheinlich in der ersten Waffenrunde. Man zieht ihn jetzt trotzdem durch, auch wenn man da gerade einen Spieler verloren hat. Otto dreht sich da ganz langsam mit dem Lenkrad einmal rum, aber der Frag sitzt auch hier nochmal gegen Pot. Jawohl, und Otto, der hat keinen Bock mehr. Der will jetzt endlich heim oder ins Bett. Also ganz easy, einmal durchgefahren. Jin im 1 gegen 3. Geht auf jeden Fall noch mit der Flash raus oder was mit Decoy, ich weiß nicht. Ah, zumindest kann der Otto hier nochmal fraggen. Aber halt auch jetzt bekannt. Und damit kann man es ausspielen halt bei Onyx. Das ist halt jetzt genau das Problem. Jetzt können die sich schön aufstellen. Können sich im Crossfire hinstellen und dann einfach nur noch Jin halt reinlaufen lassen. Er hat keine Fuse-Kit, er hat wenige Granaten. Ja, mit 10 Sekunden kann man auch leider nicht durchziehen. 15 zu 4, da machst du nix. Tja, und damit kann man hier in der letzten Runde nur noch vorspielen. Also schade eigentlich, dass die Underdogs jetzt hier wirklich so, ja, untergehen. Gegen Euronix, aber sie sind da wohl nicht stark genug. So, jetzt auch nochmal kompromisslos. Bego, Abfahrt auf den Spot. Man will es jetzt einfach erzwingen. Rein da jetzt! Otto, der fährt einfach wieder durch. Der Otto, der fährt einfach durch. Oder Skrunk mit der P90 geht natürlich genauso. Skrunk mit 16 AP und Freeman mit 100 gegen Jin. Also erneut kann er es retten. Oder es könnte auch genauso gut sein, dass wir das 16 zu 4 sehen. Ja,
16-4. Freeman nimmt Jin nochmal raus und damit ein doch sehr einseitiges Spiel, das hier an Oronix geht. Also absolut solide runtergespielt und auch absolut verdient ins Finale eingezogen. Da werden sie jetzt